heute unser Startschuss. Megamarsch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge von 0 auf 100, der Megamarsch Podcast. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil der Folge Mental stark sein. Das Ganze natürlich wieder mit Dirk Schmidt. Wenn du jetzt aber noch nicht weißt, worum es geht, geh lieber nochmal eine Folge zurück. Sonst wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Hast du denn, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja auch in Köln jetzt teilgenommen. Ja. Und ab wann war wirklich der Moment, wo du gesagt hast, jetzt wirklich körperlich ist es komplett egal, jetzt kommt es wirklich nur noch auf den Kopf an? Beim Start. Ja, genau, vom Start aus. Also wenn ihr das, also ich habe das, die Vorbereitung beginnt bei mir Wochen, Monate vorher. Und ja. wenn die Basis stimmt, also die Gesundheit stimmt, ihr habt eure Ausrüstung, ihr habt die Schuhe, die passen, ihr habt das alles probiert, ihr habt die Socken, die wirklich passen, ihr habt Wechselkleidung, ihr habt einen Rucksack, ihr habt eine Trinkblase, ihr habt Verpflegung mit dem Essen, auch nicht unterschätzen, ihr habt so viel Kalorien verbrannt, ich hätte das nie gedacht, das war ein Wunder, ja. Und ich habe getrunken, das ist wahr, aber Wasser natürlich, das ist, wenn das alles stimmt, wenn ihr alles parat habt, ist wichtig, 90% über euren Erfolg entscheidet, 90% entscheidet euer Kopf. Ja. Und ihr könnt nicht anfangen, während der 100 Kilometer euren Kopf zu trainieren. Nein, ihr müsst ihn schon zu Hause trainieren. Das ist in dem Fall, wenn ihr losläuft, dass ihr mental so gefestigt seid, den Willen habt, dort anzukommen, dass da keine Zweifel seid. Wenn ihr 1% Zweifel habt, dass ihr es nicht schafft, werden diese 1% Zweifel leider siegen. Ja. Hast du vielleicht... Wächst der auch während des Megamarschs, ne? Es bleibt ja nicht bei 1% Zweifel, der wird ja immer größer. Jakob, sehr gut. Der wächst mit jedem Kilometer oder kann mit. Das kommt aber auf deine Einstellung an, die du hast. Aber da das ist ja nur eine Metapher. So wie du eine Sache in deinem Leben machst, so machst du alle Sachen in deinem Leben. Ja. Wenn du da Zweifel hast, zweifelst du an vielen Projekten, zweifelst du an vielen Dingen, die dir begegnen, dann wenn du da abbrichst, wenn du da rausgehst, brichst du vielleicht in anderen Bereichen deines Lebens auch ab. Das ist ja nur eine Metapher und das zeigt mir, wie stark bist du von innen. Aber hattest du nicht einmal den Moment, dass du auch gezweifelt hast beim Megamarsch, also vor allem, ich denke immer so an die Nacht so, ne? Wenn man in der Nacht unterwegs ist, es ist dunkel, hast du nicht da irgendwie auch mal gesagt, so, boah, was? So, das geht nicht irgendwie, das ist zu viel gerade. Ja klar, aber habe ich, der Zweifel kam bei mir mit dem Schmerz. Ich habe mir so Wandersocken, da habe ich gelesen, die sind super, so Thrombosesocken, ne? Die habe ich mir gekauft, die gehen da bis an die Wade und irgendwie haben die sich im Schuh unten, haben die mein unten den Fußballen die Haut zusammengezogen, weil die so stramm waren und genau am Ballen habe ich nach 10, 12 Kilometern eine Blase gehabt. Und jetzt kannst du dann natürlich, wenn du Zweifel hast, wächst diese Blase natürlich. Der Schmerz wird ja nicht geringer. Ja. Dann mit jedem Schritt tat das weh. Denk, scheiße, ey, scheiße. Aber du kann ich natürlich bei jedem Schritt sagen, scheiße, es tut weh. Da tut es natürlich noch weh. Ich kann natürlich auch sagen, ich kann mich auf was anderes fokussieren. Also mental auf was anderes fokussieren. Entweder fokussiere ich mich auf den Schmerz oder ich fokussiere mich auf was anderes. Und die Kunst ist es dann nicht, auf das, was weh tut, zu fokussieren. Nämlich dort, wo deine Aufmerksamkeit ist, dort, wo deine Energie, dort, wo eure Gedanken seid, das wächst. Also es ist wichtig eigentlich, sich selber zu kennen und zu wissen, mit welcher Technik man so ein bisschen umswitchen kann, ne? Ja, aber Jakob, ich bin 53 Jahre. Ich bin 53 Jahre jetzt mit meinem Körper zusammen. Mein Körper und ich, ja, wir leben seit 53 Jahren zusammen. Wir sind 24 Stunden am Tag zusammen. Jeder, der da mitmacht, der sollte seinen Körper kennen. Der sollte sich kennen. Sonst lernt er euch kennen auf den 100 Kilometern. Ne? Du brauchst natürlich ein Körpergefühl.
Ja, ich meine aber auch geistig natürlich, ne? Also das heißt, ich muss halt Techniken kennen, wie ich halt umswitche, auch mental, dass ich weiß, wenn ich jetzt eben in der Nacht bin, absolut, habe ich da meine Motivation so zu drehen, dass ich vielleicht was anderes wieder im Fokus habe und mehr vielleicht diesen, dann hole ich vielleicht meinen Zettel raus, ne, den ich vielleicht mitgenommen habe oder das Kuscheltier oder so, ne, von meinem Partner. Egal was, deine Belohnung, irgendwas, was euch antreibt. Ich bin ja auch keine 100 Kilometer gelaufen. Ich habe, mein Sohn hat gesagt, Papi, nee, sag ich, Lennart, Papa macht keine 100 Kilometer, Papa macht 10 mal 10 Kilometer. Da hat er mich, hat er überlegt, hat er gerechnet, der ist 8, es sind doch auch 100 Kilometer. Ja, sage ich, Lennart, 10 mal 10 sind auch 100, aber es fühlt sich nicht so viel an. Versteht ihr den Unterschied? Ja. Es ist ein Unterschied. Ich bin meine 10 gegangen und sag, 10 habe ich schon mal. Jetzt mache ich die nächsten 10, habe ich schon mal 20. Das ist ein Unterschied, als wenn ich 100 laufe. Ja. Aber das ist Kopf, das muss sich jeder für sich zurecht machen. Das muss, was für mich richtig ist, muss für die anderen nicht richtig sein. Das muss für jeden passen. Ja. Und dann habe ich das. Ja? Das Gleiche habe ich auch gemacht. Ich habe mir aber nur dann vorgestellt, immer 15 Kilometer, und wir haben uns visuell, sage ich mal, vorgestellt, dass wir zu meinen Großeltern laufen und dann immer wieder von uns nach Hause zu denen und dann wieder zurück. Und das hat auch super geholfen. Ja, das hilft. Also mir hilft das ungemein. Ja. Mir hilft das ungemein. Ja. Dirk, du hattest eben noch ein Problem genannt. Und zwar hattest du gesagt, dass du bei den 80 Kilometern, das hat, glaube ich, fast jeder, der da ist, das Problem hattest, dass du nicht mehr aufstehen konntest. Das gibt es wohl öfters, und zwar ist es eben dieses zu lange Verharren an der Versorgungsstation. Hast du da irgendwelche Tipps? Also man hat ja auch gemerkt, ne, das sind vielleicht ein paar Leute, die diesen Tipp gerne mitnehmen würden. Wenn ich darüber nachdenke, tut mir wieder alles weh. Da kommen die Gefühle wieder hoch. Ja, weil das sehr emotional für mich war. Zu mir haben ja Leute gesagt, du darfst dich dann nicht mehr hinsetzen, du kommst dann nicht mehr hoch. Aber meinem Körper hat es einfach gut getan, auch mal 5 Minuten, mal 8 Minuten zu sitzen, um mal einen Kaffee oder was zu essen im Sitzen, weil gegangen bin ich ja genug. Und ich habe mich dann natürlich, das ist aber auch nur mein Körper, ich habe gedacht, ich habe meinen Körper schon im Griff, weil mein Wille, nochmal, mein Unterbewusstsein, nicht mein Kopf hat gesagt, hör auf, der hat immer gesagt, komm, der Schmerz ist, hör auf, nein, aber ich habe dieses Gefühl, ich komme da an, weil ich mir das immer wieder vorgestellt habe, und dann bin ich natürlich nach 80 Kilometern auch aufgestanden und habe, ich weiß nicht, gefühlt ein paar Minuten gebraucht, bis ich mich wieder sortiert hatte, und auch das Anlaufen nach dem Sitzen, das ist geil, das kannst du keinem erzählen, der das nicht erlebt hat. Ich habe gedacht, ich bin 80, aber bin ich nicht. Ich war 53 und bin trotzdem angelaufen wie einer, ja. Aber und irgendwann war ich wieder in dem Trott drin, und dann läuft es auch wieder rund. Aber weil ich mental einfach so gefestigt war, dass da keine Zweifel waren, dass ich jetzt aufgebe. Super, super spannend. Aber wir haben jetzt auch viel über so ein bisschen auch über Schmerz geredet und auch wie man auch damit umgehen kann. Aber es gibt auch so ein Sprichwort, Schmerz ist vergänglich, der Erfolg, der bleibt. Und wie war es für dich, als du ins Ziel gekommen bist? Auch warst du danach extrem, ich habe vielleicht geschwächt vom Mentalen her, weil die 100 Kilometer dich so herausgefordert haben? Nein. Also die Freude war da, aber die richtige Freude kam bei mir nach 2 Tagen, weil ich dann kapiert habe, was ich da geleistet habe, weil ich dann wirklich kapiert habe, was ich geschafft habe. Okay. Der Schmerz geht, die Blasen, die Zerrung, das ist alles nur eine Frage der Zeit, das verheilt. Aber dieser Moment, die 100 Kilometer, die nimmt dir niemand mehr. Das Finishen, das nimmt dir niemand. Dass du danach durchgelaufen bist, mit allem, was dazugehört, dass du da Schmerzen hattest beim Aufstehen, dass da Steigungen sind, wo du gedacht hast, wow, das ist aber spannend, da war eine Steigung, da musst du dich für ein Seil festhalten, die werde ich nie vergessen in meinem Leben. Aber ich bin oben angekommen, ich muss mich dann mal 3-4 Minuten hinsetzen, weil ich keine Kraft mehr hatte, aber ich hab's geschafft, darum geht es. Und das ist sowas, was
ja, was du deinen Kindern auch oder deinem Umfeld oder den meinen Seminarteilnehmern, das sind ja Metaphern fürs Leben und die das Leben schreibt. Aber du schreibst ja deine Lebensgeschichte selbst mit den Dingen, die du nicht tust und mit den Dingen, die du tust. Und da finde ich den Megamarsch eine ganz geile Sache dafür. Ja. Ja, ich glaube, auch bei uns werden viele auch, ich sag mal, Menschen dann geboren oder gebildet, die danach viel, viel, viel stärker sind im Kopf, als es vorher waren. Absolut. Das macht ja was mit dem Selbstwertgefühl einer Person, wenn sie sich selbst überwunden hat und kommt da an. Das stärkt ja dann Selbstvertrauen. Das ist eine klasse Übung. Und je größer die Aufgabe ist, umso größer ist die Belohnung dann für einen selbst. Ne? Ja. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Hast du, Dirk, irgendeine Belohnung für dich nach dem Megamarsch? Also hattest du nach Köln, dass du gesagt hast... Ja, hatte ich. Willst du das mit uns teilen oder lieber nicht? Ja, klar. Wir können über alles reden. Ich habe keine Geheimnisse. Also die eine Belohnung war die Dinkelwaffe, die gab es aber alle 15 Kilometer. Und dann liebe ich Nüsse, ich liebe Cashewkerne. Ich liebe die über alles. Und habe mir gedacht, habe mir so eine 150, 200 Gramm Tüte gekauft und habe gedacht, wenn du da einläufst, dann gibst die. Und hat immer, da läuft mir jetzt schon wieder, wenn ich das erzähle, wie beim Pavlo mit den Hunden, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Allein wenn ich nur der Gedanke an diese Nüsse, läuft mir, das ist geil, oder? Und die waren bei mir im Rucksack und habe gedacht, wenn du da einläufst, dann gibst diese Tüte mit Nüssen. Da habe ich euch was, ich hatte den Gedanken die ganze Tour, also immer mal wieder kam der Gedanke hoch. Ich bin eingelaufen, ich habe die Nüsse nicht gegessen. Ich habe sie nicht gegessen. Aber weil du keine Lust hattest, war da. Weil du die komplett vergessen hast. Ich habe die nicht vergessen, aber ich habe während der 100 Kilometer jemand meine Nüsse gedacht, als Belohnung, weil ich stehe absolut auf Nüsse. Ne? Aber ich habe sie mir her nicht, ich kann das bis heute nicht erklären, warum. Ich habe sie nicht angerührt. Ich habe sie einen Tag oder zwei Tage später habe ich die Tüte aufgemacht und habe sie dann gegessen. aber so eine Belohnung, das ist ja auch mit was sich der Mensch belohnt, wenn er das geschafft hat. Das ist sehr individuell. Das muss jeder für sich machen. Das ist Belohnung kann ein starker Antreiber sein. Was auf der anderen Seite ein starker Antreiber ist, also ein Pluspol, gibt es auf der anderen Seite auch einen starken Minuspol. Und Minuspol ist jetzt negativ ausgedrückt, ist eine Konsequenz, wenn ich abbreche. Ja. Ich habe mal so einen Vertrag mit mir selbst entworfen. Ne? Also für Menschen, die irgendwas in ihrem Leben vorhatten und haben das immer mal wieder abgebrochen. Ne? Und dieser Vertrag ist vielleicht ganz spannend auch für den einen oder anderen, der das hört. In dem Vertrag geht's, also den macht ihr mit euch selbst. Also Vertrag mit mir selbst habe ich den auch genannt. Da steht drin, also ich, Dirk Schmidt, schließe heute den Vertrag. Ich laufe dann und dann in Köln den Megamarsch. Wenn ich mein Ziel erreiche, gibt's als Belohnung, dann stand Belohnung, würde meine Belohnung drinstehen, was das auch immer für mich bedeutet, also was das für mich individuell ein hoher Wert hat. Das muss ja kein materieller Wert sein, eine Belohnung. Aber auf der anderen Seite, was auch spannend ist, weil das die zwei Größen, und das dürft ihr nie unterschätzen, Belohnung und Schmerz sind die zwei größten Motivatoren, die Menschen haben, die zwei größten Antreiber. Aber Schmerz ist viel, viel größer. Und viele Menschen vergessen das oft und leben nur in der Belohnung, aber sie vergessen die Konsequenz, wenn sie es nicht tun. Also in dem Vertrag steht einmal die Belohnung und auf der anderen Seite steht drin, wenn ich abbreche, wenn ich aufhöre, was tue ich dann? Und da muss eine Konsequenz drin stehen, die unangenehm für mich ist, die ich sonst nie tun würde, egal was das ist. Und diesen Welcher Vertrag, stand bei dir drin? Das hört sich jetzt komisch an. Ich habe früher mitgearbeitet, Jakob. Ich bin mental mittlerweile mit 53 so stark, ich brauche das nicht mehr. Okay. Aber es gibt Teilnehmer von mir, die schreiben dann rein, ich stelle mich auf den Marktplatz und halte eine Rede 5 Minuten. Oder, also was sie sonst nie tun würden, ne? Für manche ist das, Rede halten,
5 Minuten ist für die raus aus der Komfortzone. Oder der eine hat mal geschrieben, ich mache mir eine Dose Hundefutter auf und esse da 3 Löffel davon. Würde ich nie tun, aber dann mache ich das. Und mache ein Video darüber bei Insta oder live oder was auch immer. Also mach das dann öffentlich. Und dann unten drunter kommt Datum und der Ort und diesen Vertrag. Die Besonderheit, ich würde diesen Vertrag jemand geben, eine Person meines Vertrauens oder ein Mentor oder ein Freund oder meinem Partner, meiner Partnerin. Und würde sagen, pass auf, guck mal, hier habe ich was gemacht. Ich will das und das tun, dann und dann, Megamarsch und meine Belohnung ist das. Und wenn ich abbreche und du überprüfst, ob ich es geschafft habe oder nicht, weil dann kriegt das eine andere Dynamik von außen nochmal. Mhm. Ja. Und das hilft vielen Menschen auch dran zu bleiben bei schwierigen Situationen. Und nicht dem inneren Schweinehund, der inneren Stimme wieder nachzugeben. Ja. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee auf jeden Fall, auch mit so einem Vertrag. Vor allem, also ich habe ja 2 Jahre Leistungssport im Hip-Hop gemacht. Und das war dann auch immer so, dass das Training war natürlich sehr fordernd, sowohl körperlich als auch mental, auch immer den Druck zu haben, dass man weiß, okay, es geht bald auf die Bühne und bald hast du einen Auftritt und dann musst du abliefern und du hast nur diese 2,5 Minuten. Und das ist, also der Druck, der dann auf dir lastet, ist extrem hoch. Aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man dann noch eine zweite Person hat, die dann wirklich darauf auch mal von oben auf dich sozusagen drauf guckt und auf dich achtet, das hatten wir nämlich dann auch teilweise beim Training, dass dann vielleicht mal Bekannte oder so zugeguckt haben, was wir sonst so gar nicht hatten. Wir waren sonst immer nur unter uns in der Gruppe und dann hast du ganz anders getanzt und hast dich ganz anders gefühlt, weil du weißt, okay, jetzt gibt es jemanden, der sieht dich und der könnte rein theoretisch im Nachhinein vielleicht auch dann auch nochmal auf dich zukommen und sagen, hey, warum hast du das so gemacht oder nicht, oder warum hast du es nicht so gemacht? Also dann kriegst du nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und das ist auch eine extrem spannende Sache und kann auch sehr helfen. Super, super, Timo. Das ist ein, ich nenne das immer konstruktives Feedback. Ja. Von den Menschen. Und wenn ihr so jemand habt und ihr habt so einen Megamarsch vor, ist es gut, ihr habt so jemanden im Boot, der an euch glaubt, der mal über die Schulter guckt, der euch Feedback gibt. Was ist jetzt mit den Schuhen? Was ist mit den Socken? Passt das für mich? Komme ich da? Und auch so einen Vertrag dann mit dem abzuschließen und der euch dann ab und zu mal, auch wenn ihr sagt, oh, heute ist es aber zu schön, um zu trainieren. Nein, der euch mal einen Tritt, positiver Tritt in den Arsch gibt und sagt, jetzt geh raus und mach das. Mhm. So jemand ist Gold wert, wenn ihr so Menschen habt. Ja, so ein Schritt nach vorne und dann auch mal so selbstreflektierend ist, ne? Also damit man sich selber noch mal von außen sieht. Ich glaube, das mit dieser Vogelperspektive kann man da auch noch mal ein bisschen anwenden, was du eben gesagt hast. Das heißt, mal gucken, wie man von außen wirkt auch, ne? Und das dann absolut auch so ein bisschen, ja. Und jetzt erzähle ich euch noch was, wo du gerade, Jakob, gutes Stichwort. Das habe ich auch gemacht. Wenn ihr im Gehen seid, und ihr habt Schmerzen und ihr seid mental stark, das könnt ihr in anderen Bereichen natürlich auch mal probieren. Und ihr bildhaft beobachtet ihr euch während des Laufens, während des Gehens von außen, wie so ein Helikopter, wie so ein Vogel, der oberhalb von euch fliegt. Und in dem Moment, wo ihr das im Kopf habt, hört der Schmerz auf. Das ist so geil, weil dann unser Kopf, der Geist, der Gedanke ist weg. Ihr seid, ihr könnt bewusst, können wir nur einen Gedanken denken. Und wenn ihr diesen Gedanken, wenn ihr euch von oben seht und ihr beobachtet euch, verändert sich euer, also wenn ihr Schmerzen in dem Moment habt, verändert sich der Schmerz. Und ich mache das oft in schwierigen Situationen, wenn ich laufe und es kommt eine Steigung und ich denke, boah, spannend. Dann gehe ich raus aus, also gedanklich, gehe ich raus aus mir und beobachte mich von oben, dann verändere ich erstmal meine Körpersprache. Die wird geiler. Ich gehe gerade und auf einmal gibt das wie so einen Schub und ich schaff fast die Berge immer. Also das ist auch sowas, das ist auch eine Technik von Leistungssportlern. Wenn ihr rausgeht in eine Vogelperspektive und beobachtet euch von außen, wird euch das helfen, die 100 Kilometer einfacher zu meistern. Vorher trainieren. So ein Megamarsch ist kein Trainingsort.
dass dieses, alles, was ich jetzt gesagt habe, muss nicht kann oder soll, muss vorher trainiert sein, damit ihr es dann im Wettkampf anwenden könnt. Dann, wenn es drauf ankommt, fit zu sein, deine Frage von am Anfang, Timo, mentale Stärke ist dann, wenn ich es brauche, die Dinge abrufen zu können. Das ist für mich mentale Stärke, die mir dann in dem Moment helfen, egal was es ist, dann, dass ich dann Werkzeugkiste, eine mentale habe, wo ich zurückgreifen kann, jetzt brauche ich das und jetzt hilft mir das. Und je besser ich vorbereitet bin, umso besser ist meine Werkzeugkiste ausgerüstet und begleitet mich auf diesen 100 Kilometer. Ja, also ich finde es auch erstaunlich, wie viel man mit, am Ende mit Gedanken bewegen kann. Also wenn man wirklich da gut trainiert ist, also was man dann alles erreichen kann, das kann man sich so, glaube ich, erst gar nicht vorstellen. Denk an meine Salbe. Ja, auf jeden Fall. Das werden wir machen. Ich habe immer dieses Beispiel, wenn ihr das, könnt ihr alle mal kurz, wenn ihr das jetzt hört, oder Timo und Jakob, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, auf der Autobahn, wir haben eine Baustelle auf der Autobahn und der linke Fahrstreifen ist 2,10 Meter. Ihr seid auf dem linken Fahrstreifen mental und rechts ist ein LKW. Jetzt sitzt ihr im Auto und ihr guckt nach rechts, ihr guckt auf dieses Vermeidungsziel. Was passiert in dem Moment mit eurem Fahrstreifen? Was wird der breiter oder wird der schmäler? Der wird wesentlich schmäler. Der wird ja nicht schmäler. Das ist euer Kopf. Also genau, also er wird nicht wirklich schmäler, aber du stellst dir das halt vor. Ich kenne das. Das ist in dem Moment, wo du nach rechts guckst, ihr guckt auf das, was ihr nicht wollt. In dem Moment wird der Fahrstreifen extrem schmal. Aber wenn ihr jetzt den Blick geradeaus, also so 100, 200 Meter geradeaus, also auf euer Ziel, ihr wollt ja geradeaus fahren, ihr wollt ja nicht in den LKW, was passiert dann mit der Bahn? Die wird wieder breit. Und das ist unser Kopf, weil der uns immer wieder was vorspiegeln will, was nicht immer so ist. Und deshalb auch diese Metapher mit der Salbe, wenn ihr daran glaubt, das ist ja der Glaube, da stand ja schon irgendwann mal in der Bibel, der Glaube, der versetzt die Berge. Und wenn ihr glaubt, dass ihr es schafft, wenn ihr wirklich von Herzen aus glaubt, dass ihr es schafft, werdet ihr Wege finden, die 100 Kilometer zu schaffen. Wenn ihr Zweifel habt, werdet ihr Gründe finden, es nicht zu schaffen. Ja. Mhm. Also kann man jetzt auch wirklich sagen, also mit unseren Gedanken können wir unser Umfeld beeinflussen und vielleicht auch, wahrscheinlich dann auch verändern, oder nicht? Wir bestimmen mit unseren Gedanken unsere Realität, würde ich sagen. Ja. Unser Umfeld beeinflussen können, weiß ich nicht, aber wir können unsere Realität, so das, was wir erleben, beeinflussen. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir noch Tage drüber reden. Ich glaube, da gibt es auch kein Ende, weil man aus so vielen Aspekten kann man das alles beobachten und darüber auch diskutieren und reden. Aber jetzt nochmal, wir hatten ja auch gerade darüber gesprochen, was ist, wenn man jetzt den Megamarsch, man bricht ihn ab und ist da nicht so, weil du warst ja zum Beispiel dann nach deinem Finish, du warst ja trotzdem noch mental derselbe, beziehungsweise wenn nicht sogar noch besser. Aber wir haben ja auch dann teilweise Leute, die dann auch abbrechen müssen und danach vielleicht auch in sich selber versacken. Was kann man dann machen, um sich da wieder aus diesem Loch rauszuholen? Nach dem Megamarsch ist vor dem Megamarsch. Versteht ihr die Metapher? Ja. Also es mag immer Gründe geben, da abzubrechen. Dafür kann es Entschuldigung geben, klar. Aber ich würde es mir nie verzeihen, es nicht mehr zu probieren. Verstehst du? Als Mentaltrainer habe ich mal einen Läufer begleitet, also mental. Ich habe den vorbereitet auf einen Halbmarathon. Und der hat mir eine schöne Metapher mitgegeben. Und die möchte ich euch auch mitgeben, weil der hat zu mir gesagt, egal, wie viel Schmerzen ich habe oder egal, wo es zwickt, weil das kommt im Leistungssport, kommt das immer vor, dass es weh tut, dass du dir eine Zerrung holst oder was auch immer. Oder dass du umknickst. Ich, für mich, sagt er, probiere mich immer ein Ziel reinzuschleppen. Egal wie, auch wenn ich gehen muss. Egal wie. Habe ich gefragt, warum? Ich wollte es von ihm hören. Dann sagt er, wenn ich einmal aus dem Rennen aussteige, steige ich immer aus. Wenn es weh tut.
Aber wenn ich dem nicht nachgebe, also weil das nächste Rennen kommt ja wieder, der nächste Lauf sagt, er kommt ja wieder. Und wieder zwickt es mich. Und dann sagt meine innere Stimme, ach, beim letzten Mal hast du es auch nicht geschafft. Komm, geh raus. Nein, ich habe es geschafft. Ich gebe meinem inneren Zweifler, gebe ich keine Chance. Ich schleppe mich ans Ziel. Und ich glaube, was der Carsten mir damals gesagt hat, ist eine schöne Metapher fürs Leben. Deshalb glaube ich, das ist eine schöne Metapher. Und wenn es beim Megamarsch, wenn du wirklich abbrechen musst, aus welchen Gründen auch immer, dann gib dir die Chance, wenn die Möglichkeit besteht, beim nächsten es zu schaffen. Ja. Ja. Das ist super interessant, weil der Wolfgang, wir hatten ja vor zwei Folgen, also Folge 4, haben wir die physische Vorbereitung genommen. Und er hat da tatsächlich was Ähnliches gesagt auf die physische Vorbereitung. Und zwar wirklich auch, es zwickt eh immer. Man sollte es dann eben einfach durchziehen. Man kann halt in der Vorbereitung daran arbeiten, dass es weniger zwickt, aber du kriegst immer irgendwo Schmerzen. Man kann es nicht verhindern. Die Vorbereitung ist für mich Theorie. Die Praxis ist der Megamarsch. Das ist, und ich muss euch sagen, das ist auch spannend. Mein Umfeld hat zu mir gesagt, du trainierst ja gar nicht. Jetzt passt auf, das ist live. Also mein Umfeld hat gesagt, du trainierst ja gar nicht. Da habe ich gesagt, was soll ich denn trainieren? Ich bin 53, ich bin so viel in meinem Leben gegangen, was ich trainiere. Ich muss meinen Kopf trainieren. Wenn mein Kopf nicht klar ist, das Rennen, also der Megamarsch, wird 90% im Kopf entschieden. Mhm. Also muss ich die Energie auf meinen Kopf richten. Und ich habe mal neue Schuhe gekauft, ich habe aber vielleicht die falschen Schuhe, ich hätte müsse andere Socken mal, das hätte ich müsse probieren. Aber das Training hat bei mir zu 90% im Vorfeld im Kopf stattgefunden. Und das war mit ausschlaggebend, dass ich da auch angekommen bin. Ja, ja. Du hast eben gesagt, dass du das Gefühl dieses Erfolgs so nach zwei Tagen richtig genießen konntest, ne? Nach dem Finish des Megamarsch Köln. Ja, da hat mir ein Freund ein Video geschickt, ich musste dann weinen. Von dir selber, genau. Hattest du denn auch das Gefühl, dass du wieder bei einem Megamarsch mitmachen möchtest? Oder also, hast du geplant, dieses Jahr mitzumachen oder nochmal? Ich wurde schon oft darauf angesprochen, ob ich es wieder mache. Ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es nicht, der Reiz, ich habe das schon mal erlebt, ob der Reiz für mich noch da ist, es nochmal zu tun, das kann ich nicht sagen, aber undenkbar wäre es nicht. Ich habe das so ein bisschen verglichen, ich glaube, Timo, dir geht es da genauso, dieses Gefühl kam bei mir auch nach zwei Tagen und in der Zeit davor habe ich gesagt, boah, das mache ich nicht mehr, das war so anstrengend und es hat das war so blöd. Und dann nach zwei Tagen war das wie so eine, ich bin morgens aufgewacht und habe es schon gespürt. Ich habe es richtig gefühlt. Und wusste, boah, okay, cool, nächstes Jahr auf jeden Fall. Und dann danach das Jahr hole ich mir einfach die Lokalmatador-Medaille Düsseldorf. Also so hatte ich das Feeling. Ja. Und das war Wahnsinn, weil dieser Umschwung so gigantisch war, ne? Das dauert ein paar Tage. Ich hatte das früher beim Marathonlaufen. Ich bin Marathon gelaufen. Und als ich dann im Ziel angekommen bin, habe ich mir immer gesagt, bist du bescheuert? Wie kannst du dir denn sowas antun? Wie kannst du denn sowas machen? Also nicht im Ziel, also die Tage später. Und ungefähr, das hat 14 Tage angedauert. Und nach ungefähr 14 Tagen, drei Wochen, habe ich mich schon für den nächsten angemeldet. Ja, es ist so eine Sucht, ne? Also so eine mentale Sucht auch, dieses Erlebnis zu haben. Aber eine schöne Sucht. Also, positiv besucht, ja klar. Ja, genau. Wie würdest du dir genau, also oder kannst du sagen, warum gibt es das? Wie kann man sich diese Sucht überhaupt erklären? Weil ich hatte genau das Gleiche nach ein paar Tagen, dass ich gedacht habe, okay, Sylt möchte ich nächstes Jahr wieder mitmachen. Und kurz nach Sylt habe ich gesagt, okay, nein, wieder, die Schmerzen sind so groß, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ja. Aber am Ende hat es mich ja doch wieder dann übernommen und hat dann gesagt, okay, ich mache das nochmal. Wie kann man sich das genau erklären, dass diese Sucht da ist? Also ich glaube, eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage, Timo, kann ich dir nicht geben. Ich glaube, jeder Mensch ist da anders gestrickt. Für den einen ist es toll, dass er das geschafft hat für sich. Der ist stolz innerlich, sich selbst in Anführungsstrichen besiegt zu haben. Für andere ist es vielleicht auch toll, dem Umfeld es gezeigt zu haben, dass ich es doch schaffe.
wo die ganzen Zweifler und ganze Bedenkenträger haben doch gesagt, ich kann das nicht, aber ich hab's gemacht. Und es mag da verschiedene Motivatoren für die Menschen geben, warum sie dann, weil es werden ja auch Dopamin, es wird ja auch Glückshormone freigesetzt, wenn du so etwas tust. Die bekommt der eine mehr, der andere bekommt sie weniger. Das ist sehr individuell, würde ich sagen, ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe auf jeden Fall für mich jetzt schon sehr viel Dopamin, glaube ich, freigesetzt und bin glücklich, dass wir jetzt hier schon so weit in der Podcast-Folge gekommen sind. Wir haben über super viele spannende Themen auch geredet und ich glaube, wir beide sind dir extrem dankbar für deine Gedanken, die du jetzt mit uns und auch mit vielen Teilnehmern, die dich jetzt bald hören werden, geteilt hast. Und hat mir auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass wir vielleicht auch bald nochmal vielleicht eine Folge machen können. Vielleicht finden wir nochmal was oder können nochmal was anderes zusammen machen. Und erstmal an dieser Stelle ein riesen Dankeschön. Gerne. Ja, alle, die das hören, ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch Gesundheit und viele gute Gründe, dass ihr alle da ankommt, wo ihr ankommen wollt. Ja? Schön, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank. Dirk, ich hätte tatsächlich noch zwei Fragen an dich. Ja, gerne. Erstmal, was mich die ganze Zeit brennend interessiert hat, wie war das Zusammentreffen mit Marcel danach? Habt ihr noch Kontakt oder ist der immer noch unterwegs zum Start des Kölner Megamarkts 2019? Der ist immer noch unterwegs. Ich habe nichts mehr von dem gehört. wahrscheinlich plagt ihm sein schlechtes Gewissen. Ui, okay. Und die nächste Frage, die ich da tatsächlich noch hätte, ich überlege gerade, ob wir nicht ab 42 Kilometer bei den nächsten Megamärschen einführen sollen, dass es eine kleine Station gibt, mit der Dirk Schmidt Mentalcreme für alle möglichen Beschwerden. Ob du Interesse hättest, vielleicht da mitzumachen. Gerne, die können wir einführen, ne? Finde ich zumindest eine gute Idee. Ich glaube, da würden unsere Zuhörer sich auch sehr freuen, Dina anzutreffen. Genau. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest auf dem Weg? Irgendwie nochmal abschließend? Nee, wenn Interesse besteht, guckt auf meiner Webseite oder es gibt auch jede Menge über dieses Thema. Wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich habe einige Bücher über mentale Stärke geschrieben, was wir von Sportlern, was wir für den Alltag. Guckt bei Amazon oder bei uns, bei mir auf der Webseite dirkschmidt.com und da findet ihr genug Literatur, Hörbücher, E-Books darüber. Würde mich freuen über Feedback von euch, wie es euch gefallen hat und bin über Anregungen, Inspirationen immer sehr dankbar. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, weil ich selbst erlebt habe, das ist immer was anderes, als wenn jemand aus der Theorie erzählt. Ne? Also für jeden, der jetzt wirklich noch Lust hat, auch noch mehr über das ganze Thema zu hören oder auch vielleicht selber sagt, ich möchte noch mental noch viel stärker werden oder auch, es muss ja nicht unbedingt ein Megamarkt sein, es kann ja auch jegliches anderes Ziel sein, was man damit bewältigen möchte, kann sich natürlich dann auch gerne hier noch weiter informieren und auch wir stehen natürlich gerne noch für Fragen offen oder leiten auch alles gerne weiter und ich würde sagen, wir sind damit jetzt am Ende. Das hat mir wirklich riesen Spaß gemacht und vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit für uns genommen hast und das ist, glaube ich, die längste Podcast-Frage, die wir bis jetzt gemacht haben. Aber hat sich aber sehr kurz angefühlt, ne? Ist es bei dir auch so? Kurzweilig, ja. Aber das Thema einfach geil ist. Das Thema ist spannend, ne? Und wenn 90%, also wenn die Gesundheit, wenn alles andere stimmt, wenn 90% auf für den Erfolg wird im Leben, nicht nur bei Megamarsch, ihr Lieben, das ist ja im Leben. 90% wird im Kopf entschieden, mit eurem Gefühl gepaart. Und deshalb ist das so kurzweilig, weil es Themen sind, die könnt ihr in alles adaptieren. Das könnt ihr im Privatleben, ins Berufsleben, egal wohin. Es ist immer entscheidet oben, gewonnen wird im Kopf. Das ist das. Ein sehr schönes abschließendes Wort und damit haben wir, glaube ich, jetzt wirklich den Kreis geschlossen. Und ich würde sagen, damit können wir uns jetzt auch verabschieden. Und ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund und lasst euch mental stärken. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. We'll